Hey ho meine Lieben, es ist mal wieder Abendessenzeit und was mache ich mir? Ich mache mir heute böhmischen Knödel in Butter angebraten mit Eispeck und Zwiebel. Ja, und dazu gehen wir erstmal rüber, schauen uns die Zutaten an, aber die habe ich ja eh schon alle gerade gesagt, aber schauen wir einfach nochmal in meiner kleinen, aber feinen Küche. Attacke! Da ist jetzt schon eigentlich alles, was ich benötige. Der böhmische Knödel. Und ja, ich mache den nicht extra selber. Das ist ein Fertigprodukt. Aber viel anders machen die daran auch nicht, wie sie den herstellen. Also ist es in Ordnung. Schön Eier vom Hofladen. Speckwürfel von der Metzgerei. Butter, Salz, Pfeffer und eine Zwiebel. Mehr brauchen wir nicht. Jetzt schnibbel ich noch schnell die Zwiebel klein. Und der böhmische Knödel, den schneide ich auch ein bisschen kleiner. Aber das seht ihr dann, ja, wenn es in die Pfanne reinkommt. Viel mehr Arbeit habe ich heute gar nicht. Ja, und die Eier muss ich ja eh bloß reinklatschen dann. Genau. Ich lege schon mal rüber. Und dann können wir schon loslegen. So Freunde, ich habe meine Pfanne auf dem Herd gestellt, gleich mal einschalten und ein riesiges Stück Butter reinschmeißen und jetzt erstmal die Butter schmelzen lassen, weil ich habe mir hier jetzt den halben Knödel klein geschnibbelt und sobald die Butter zerlassen ist, schmeißen wir den Knödel damit rein, tun das einmal sauber anbrutzeln und dann kommt das Knödelchen nochmal raus wegen Speck und Zwiebeln. So Freunde, aber bevor mir das jetzt braune Butter wird, schmeißen wir die jetzt gleich, die Knödelgeschichte hier gleich rein. So. Jetzt dürfen sich die Knödelchen, die Knödelstücke schön mit der Butter vollsaugen. Das könnte ich eine ganze Woche lang durchgehend jeden Tag essen, ohne Speck und Zwiebeln, einfach nur so, Ei drüber, Salz, Pfeffer, fertig. Aber ich wollte heute halt ja, ein bisschen aufwendiger machen. Schauen, dass wir alles umdrehen, dass sich das wirklich richtig schön vollsaugt. Das ist nämlich das Geheimnis an der ganzen Geschichte. Und dass die so richtig lecker werden nachher. Schön vollgesaugt mit Butter. So, ich drehe die jetzt alle gemütlich um. Tu den Knödel schön anbrutzeln. Und danach hole ich euch wieder dazu. So, das ging jetzt relativ schnell. Und wir wollen es ja nicht schwarz haben, sondern nur schön braun. Wenn jetzt alle Stücke komplett braun sind, ist das auch nicht schlimm. Das ist auch noch in Ordnung. Dann tun wir das hier wieder runter. So. Speck und die Zwiebeln. Auch schön anschmoren lassen. Ich füge jetzt auch noch ein kleines Stückchen Butter hinzu. Also, der Speck vom Metzger, der riecht schon nicht schlecht, muss ich schon sagen. Drin lassen, bis er aussieht wie gewünscht. So, das soll mir an dieser Stelle schon reichen. Sieht geil aus, riecht geil und wird mit Sicherheit geil schmecken. Ja. So, und jetzt hauen wir uns da die Eier drüber. Mal schauen, drei Stück müssten reichen, das sind Eldeier.
Geh auf. Na. Ach, was soll's, ich hab Hunger. Ganz bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer drüber. Fangen wir hier mit dem Pfeffer erst einmal an. Mit dem Salz bin ich jetzt erst einmal ein bisschen vorsichtig. Das kann ich nachher immer noch nachsalzen. An dieser Stelle sei gesagt, Knoblauch, nein, habe ich nicht vergessen. Ich möchte bei diesem Mal jetzt kein Knoblauch drin haben, deswegen habe ich den ja auch weggelassen. Finde ich, passt das Aroma irgendwie nicht zu den Knödeln dazu. Ist meine persönliche Meinung. Kann aber jeder für sich entscheiden. So, Pfanne ausschalten, Herd ausschalten, ja, die Pfanne. Tja, dann wären wir schon fertig. Ab auf den Teller. Ab auf den Teller. Und ja, ich gebe es zu, wäre das jetzt Restknödel von selber gemachten Knödeln, wäre es natürlich noch besser. Aber für mich alleine ist es vollkommen in Ordnung. Und jetzt, tja, probieren. Geilomat. Jetzt war die Hand schneller als die andere Hand mit der Cam. So ungefähr. Ich liebe es. Einfach und total lecker. Vielleicht noch ein bisschen Salz und Pfeffer drüber und gut ist. Ob jetzt mit Speck und Zwiebeln oder ohne, ist vollkommen egal. Es ist in jedem Fall absolut richtig lecker. Ich stopfe mich jetzt voll. Wenn euch dieses kleine Video, ich denke, das ist Männerküche, Männerküchenvideo, obwohl meine Mama hat die Knödel früher auch schon so angebraten. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, nettes Kommentar. Vielleicht schreibt es auch, wie ihr eure Serviettenknödel, wenn ihr mal welche habt, gerne noch zubereitet. Und ja, dann können wir ja gucken, ob wir mit dem anderen halben noch was anderes machen. Okay, ciao Jakowski, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zugucken.